Ich grüße euch. Es hat schon ein bisschen gedauert, bis dieses Video jetzt fertig war. Mein Notebook ist leider immer noch kaputt und ich habe jetzt mich entschlossen, das auf dem Notebook eines Freundes zu machen und das hat halt ein bisschen gedauert. Jetzt geht's aber los und zwar arbeite ich heute auf einem Papier, wie so oft. Ihr könnt das aber auch auf einer Leinwand machen. Dieses Papier ist Aquarellpapier und muss vorher versiegelt werden. Das mache ich mit Gesso. Hier seht ihr meinen Gesso. Der ist schon ein wenig älter. Das heißt, ich muss ihn nochmal aufrühren, damit sich alles wieder miteinander verbindet. Und dann trage ich ihn auf das Papier auf, und zwar in zwei Schichten. Wenn ich die erste Schicht fertig habe, lasse ich sie komplett trocknen. Das kann ich auch mit einem Föhn etwas beschleunigen. Und danach wiederhole ich das Ganze noch ein zweites Mal. So wird das Papier wasserfest und es wälzt sich nicht mehr so stark. Nach dem Trocknen, dem kompletten Trocknen, ist das Papier auch wieder glatt. Und ich wasche meinen Pinsel gründlich aus, denn das Gesso ist fast nicht mehr zu entfernen, wenn es einmal im Pinsel getrocknet ist. Nun kann es weitergehen. Prima getrocknet und ich überlege mir, das Blatt zu drehen. Es ist jetzt eher länglich, das Format, und es geht weiter, indem ich meine Arbeit jetzt vorbereite. Als erstes möchte ich eine dunkle Farbmischung in diesen Gefrierbeutel hineinfüllen. Er wird mir später als eine Art Spritzbeutel wie beim Backen dienen. Um mein Bild zu schützen, habe ich es etwas zur Seite gelegt. Und ich mische meine Farben direkt im Beutel. Das heißt, ich gebe einmal dieses Siena gebrannt und als zweite Farbe ein Indigo, ein dunkles Indigo-Blau hinein. Und wenn ich diese dann mische, ergibt sich ein grau-grün-grau-Ton. Ich platziere die Farbe direkt in einer Spitze des Beutels, in einer Ecke, weil ich nicht sehr viel Farbe nehmen will. Es ist mein kleiner Klecks und nun mache ich einen Knoten über dieser Spitze, damit die Farbe nicht wieder zurückläuft. Nun verlagere ich den Knoten noch etwas nach oben, der war zu weit unten, ziehe ihn nochmal fest zu und schon habe ich meine Spritze vorbereitet. Ich knete diese Spitze ein bisschen, dadurch vermischen sich die Farbtöne ein wenig.
Später brauche ich noch eine kleine Schere, mit der ich diese Spitze dann abschneide von dieser Ecke. Ich lasse sie aber noch ein wenig zu, dann kann nichts hinauslaufen. Ich brauche weiterhin noch einmal diese Farbmischung. Und zwar möchte ich damit spachteln. Also noch einmal dieses Sienna gebrannt und etwas Indigo in diese Plastikschale. Ich nehme ein kleines Malmesser und vermische beides. Und nun kann ich diese Farbe aufspachteln. Im unteren Bereich soll es dunkle Strukturen geben. Dies kann ich mit diesem schmalen Malmesser machen. Ich kann aber auch, das werde ich gleich versuchen, ein anderes Spachtelwerkzeug benutzen, zum Beispiel eine Kreditkarte. Beim Spachteln bewege ich mein Werkzeug einmal waagerecht bzw. horizontal, aber auch senkrecht. So baue ich ein paar Strukturen auf, ohne viel darüber nachzudenken. An dieser Stelle nehme ich noch etwas Sienna hinzu, damit die Farbe etwas wärmer wird und ich etwas mehr Variation habe. Mit der Plastikkarte kann ich auch Linien erzeugen. Aber noch besser als mit dieser Kante gelingt mir das gleich mit meinem Spritzbeutel. Nun nehme ich meinen Spritzbeutel und schneide nur eine winzige Spitze vorne ab. Und mit etwas Druck von hinten erzeuge ich halt diese schwungvollen Linien. Das muss jetzt erst einmal komplett trocknen, bevor es mit dem nächsten Schritt weitergehen kann. Das Zwischenergebnis. Schon jetzt erinnert es etwas an eine Uferszene an einem See. Und ihr seht, wie expressiv und intuitiv ich gearbeitet habe. Ich habe auch hineingekratzt in die Farbe, teilweise wieder etwas weggekratzt. Und das macht gerade die Lebendigkeit aus, dass ich nicht so lange überlegt habe, sondern einfach spontan gearbeitet habe. Nach dem kompletten Durchtrocknen möchte ich nun eine Lavierung darüber legen. Das heißt, ich suche mir eine transparente Farbe, also eine Farbe, die sehr durchsichtig ist. Und zwar könnt ihr das erkennen, wenn ihr hier auf diese Symbole achtet, diese Quadrate. Wenn sie
schwarz oder ausgefüllt sind, dann ist die Farbe deckend. Sind sie halb ausgefüllt, ist sie halbdeckend. Sind sie nur leer, das heißt nur ein Umriss eines Quadrats zu sehen, dann ist die Farbe transparent. So wie hier bei diesem Zitronengelb, das ist eine transparente Farbe. Oder ich entscheide mich jetzt für ein Ultramarinblau, das ich sehr dünn mit Wasser auftrage. Und um mir den Auftrag zu erleichtern, befeuchte ich das Blatt jetzt erneut mit etwas Wasser. Meinen breiten Pinsel feuchte ich etwas an und streiche nun in horizontalen Bewegungen das Ultramarin in die feuchte Oberfläche. Es ergeben sich dadurch streifige Strukturen, da ich ja die Farbe sehr verdünne und sie auf dem feuchten Papier gut laufen kann. Es hat etwas Aquarellartiges. Nach unten hin verstärke ich das Blau ein wenig, nach oben hin bleibe ich etwas heller. Ich werde es etwas verstärken noch und dann trocknen. Beim vertikalen Verteilen achtet ihr darauf, dass ihr über den Rand hinaus malt. Also nicht am Rand stoppen. Das gibt Absätze, die die Optik stören, sondern arbeitet diese Spur über den Rand hinaus. Nun habt ihr schon den Eindruck eines Seeufers, einer Seeszene in der Dämmerung. Das Blau hier oben ist aquarellig verlaufen, wie ihr seht, und ergibt Strukturen. Hier seht ihr nochmal die untere Partie. Man könnte es so lassen. Es ist jetzt eine hellere Version. Ich entscheide mich, den Blauauftrag noch einmal zu wiederholen. Natürlich könnt ihr diese Lavierung auch mit ganz anderen Farben machen. Versucht es doch einmal mit einem transparenten Rot oder einem transparenten Gelb. Ihr könnt auch ähnliche Bilder in verschiedenen Farben machen und sie als Serie nebeneinander hängen. Sicherlich eine spannende Idee. Anschließend wird alles nochmal gründlich getrocknet. Dann schaue ich mir nochmal alles an. Hier seht ihr meine fertige Version. Und es wird spannend. Ich ziehe den Rand ab, das Maskierband ab. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, ein solches Projekt mal auf einer großen Leinwand zu versuchen.
Im unteren Bereich möchte ich noch ein paar Lichter erzeugen. Das könnte ich mit Farbe machen, aber die Farbe ist ja noch nicht so lange trocken. Ich nehme ein feuchtes Tuch, einfach mit Wasser anfeuchten, ein Tuch, das sich nicht aufribbelt, und wische dann einfach mit meinem Finger und etwas Druck ein paar helle Stellen heraus. Voilà, das Ergebnis. Ein wunderschöner Eindruck. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Versucht das Ganze auch mal mit anderen Farben vielleicht. Traut euch zu variieren. Viel Spaß dabei. Und zum Schluss grüße ich noch meine ganz jungen Fans aus Düsseldorf. Paul, Hans, Melina und Coraline. Bis bald!